Wir starten mit dem Translator, mit der Translator-Poesie. Der erste Song. Vorhang auf, Scotty. Stage Hände auf den Tisch, oder? Ja, Hände auf den Tisch. Schreibend. Ruhe. Schreibend, okay. Ich werde euch nun ein Gedicht vortragen. In guter alter Thorsten-Sträter-Manier, ja? Sicherlich. Gewiss. Beginne. Ich liebe es einfach. Ja, bitte. Habe ich dich enttäuscht oder im Stich gelassen? Sollte ich mich schuldig fühlen oder die Richter die Stirn runzeln lassen? Ja, das steht hier. Denn ich habe das Ende gesehen, bevor wir angefangen hatten. Ja, ich habe gesehen, dass du blind warst und ich wusste, dass ich gewonnen hatte. Also habe ich mir das ewige Recht genommen, was mir gehört. Nimm deine Seele mit in die Nacht. Es mag vorbei sein, aber es wird hier nicht aufhören. Ich bin für dich da, wenn es dich nur interessieren würde. Du hast mein Herz berührt. Du hast meine Seele berührt. Hat mein Leben und alle meine Ziele verändert. Und Liebe ist blind. Und das wusste ich wann. Mein Herz war von dir geblendet. Was? Boah, Mann, ich komme nicht drauf. Sehr gut. Genauso habe ich es mir echt erhofft. Also mein Problem wäre, selbst wenn ich den Song erkannt hätte, müsste ich noch drauf kommen, wer der Interpret ist. Aber ich bin gerade komplett... Ja. Deswegen, das macht das sehr schwierig. Aber ist das eine wortwörtliche Translation oder ist das eine... Wortwörtlich. Aber sind die sind immer Englisch, offensichtlich, initial. Muss nicht. Es ist auch mal was anderes mit dabei. Okay, wow. Okay. Ich habe aber mir auch noch überlegt, wenn ihr wirklich nicht drauf kommt. Ich wollte es euch ja nicht zu einfach machen, weil die Songs alle einfach sind. Vor allem nur beim... Machen wir es wie folgt. Ich bringe ein bisschen Melodie mit hinein. Ja. Oder ach, du Heiliger. Vor allem lese ich euch nie den Refrain vor. Ah, ja, danke. Ach, okay. Ja, alles klar. Du Arschloch. Mein Ossi-Bruder. Refrain? 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 Refrain Trebin. Okay, ich lese es euch jetzt nochmal vor mit ein bisschen Melodie. Es gut liest. Ja, Stimme. Scheiße. Sind das Songs, die alle Menschen kennen oder nur... Ja, alle. Jeder, der meine Karaoke-Streams schaut, der kennt diese Songs. Jeder, was schaut bitte? Der Karaoke-Streams gerne schaut. Super. Ein kleines Feld von Menschen. Da bin ich die Zielgruppe. Alleine. Gut. Ey, 24/7, ich mach nichts anderes. Ich schau jetzt gerade ein. Ruhe! Habe ich dich enttäuscht oder im Stich gelassen? Sollte ich mich schuldig fühlen oder die Richter die Stirn runzeln lassen? Denn ich habe das Ende gesehen, bevor wir angefangen hatten. Ja, ich habe gesehen, dass du blind warst und ich wusste, dass ich gewonnen hatte. Singt ihr auch gerade einen Song im Kopf mit? Ja, auf Englisch. Natürlich. Ich übersetze es wörtlich und sing's im selben Okay. Mit. Du hast mein Herz berührt, meine Seele berührt, hat mein Leben und meine Ziele verändert. Und meine Liebe ist blind. Und das wusste ich wann. Der Chat hat es schon. Mein Mann, Herz ich kann den Titel war nicht, von dir ich weiß es. Geblendet. Kannst du nochmal das mit dem Seele und Herz machen? Das klingt wie Deutsch jetzt. Der Kollegialität und das ist die erste Runde. Nee. Touch my heart, touch my soul. Das ist Yo My Heart, Yo My Heart. Yo My Heart. Warte, stopp. Das ist eine Antwort, oder? Nein, ich hab nicht gebuzzert. Ja, aber sorry, ich kann... Ich hab keinen Buzzer gehört. Aber Buzzer nicht, aber wenn ist ihr es die nicht Antwort? Wisst, ja, okay, Buzzer. Dann beweist das, dass ihr keine Ahnung von Musik habt. Frodo, solange du nicht buzzerst, kann die Antwort ja auch nicht zählen. Ja. Easy. Ja, also brauchst du dir keine Sorgen machen, du kannst das höchstens als Tipp nehmen und selber buzzern. Ja. Also deswegen hab ich auch der Tipp ist. Oh, wunderbar, dankeschön. Yo My Heart, Yo My Soul. Das sage ich dir nicht, du kannst buzzern und fragen. Ich weiß, dass es das nicht ist, weil der Text ja anders also wirklich, okay, dann beim Anfang falsch. Hätte das eigentlich wissen müssen. Das, ist so das Ding ist auch, ich fand die erste Mal... Habe ich dich enttäuscht oder im Stich gelassen? Das muss man wissen. Also eigentlich da schon. Crazy, das ist bitter. Gib mir vielleicht die erste Line auf Englisch. Oh, disappoint you? Ja, aber das ist vielleicht ein großer Did I disappoint you or let you down? Warte mal, die erste... Ich kann euch... You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals, and love is blind, and that I knew. Okay, wir haben... You're beautiful. Es ist Your Beautiful von James Blunt. Es ist nicht Your Beautiful von James Blunt. Hä? Never ever. Aber es ist trotzdem einer, den man damit verwechseln kann, ich sag mal so, es war schon kein sehr schlechter Versuch. Finde ich auch. Es ist James Blunt. Der war so gut, dass es 50 Minuspunkte gibt. Schade. Warte mal. Es ist disappoint you. Aber es ist ein Mann, der... I've been addicted to you.
Ich würde sagen. Oh nein, ich habe. Du kannst doch mal buzzern. Nein, was? Der kann doch nicht nochmal buzzern. Natürlich. Nein. Na dann nicht. Natürlich. Falsch, bumm. Zack, nächstes. Falsch, bumm. Es ist Goodbye, My Lover von James Blunt. Das ist völlig richtig. Nein, das wissen wir noch gar nicht. Wir müssen uns erstmal die Auflösung anschauen. Sag ich, weil ich der Meinung bin, dass der Song ist. Völlig recht. Kurzes Veto. Also, das macht keinen Sinn, oder? Doch, weil er kriegt jedes Mal minus 50 Punkte, wenn er daneben liegt. Ja, aber dann. Ja, du. Ah. Jetzt habe ich Plus gemacht. Wenn er, okay, dann einigen wir uns jetzt einmal. Dann einigen wir uns jetzt einmal darauf, dass wir das nicht so machen. Hey, yo, Kandidaten. Dann einigen wir uns jetzt einmal darauf, dass wir das nicht so machen. Safe, aber das zählt jetzt. Ja. Ich habe es gesagt. Gut. Punkt. Wir schauen uns jetzt an, ob Frodo recht hat. Mhm. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Dankeschön. Goodbye, my friend. You have been the one. Dann lass uns ausfaden. Wir wollen ja keine Schwierigkeiten bekommen. Ja, hallo. Ja, genau. Schön, dass du auch noch Tiffy aus der Sesamstraße dabei hattest. Damit sind wir wieder bei Null angekommen. Frodo hat ausgeglichen. Nee, du hast 50 minus 50 plus ergibt. Ich dachte, es gibt 100 für eine richtige Antwort. Ach ja, du hast völlig recht. Das sind 50. Ja. Also, hier. Das ist schon wieder ein Problem bei dem. Das geht schon los mit dem Scheißen hier. Die Kandidaten halten die Klappe und diskutieren nicht. Du meinst Dani. Genau, das ist tatsächlich Leiter hat immer. Hier sind die beiden, die reden. Ja. Redet. Liebe Regie, vielleicht kannst du uns oben den Explorer kurz minimieren. Das wäre ganz fantastisch. Da können wir den Chat nämlich sehen. Aus mit euch hier. So, sehr schön, Freunde. 178k. Gut. Nächster Song. Nächster Song. Oh, volle Konzentration. Es ist ein deutscher Song. Ich lese ihn euch also in Englisch vor. Und zwar in einem speziellen Allmann-Englisch. Ach, und sächsischen Dialekt. Von mir aus auch, wenn Dani mich darum bittet, gerne. Mit so einem leichten sächsischen, thüringischen. Ich warte händeringend auf den Songtext. We lay dreaming in the grass, heads full of crazy ideas. He said just for fun. What? Juliane Werding. Sorry, sowas kann man am nicht Tag, wissen. Als Conny Kramer starb. Das schauen wir uns doch mal an, ob das korrekt ist. Das kam mir wie aus der Pistole. Ey, das ist voll unfair, weil Martin ist eigentlich ein Boomer, ne? Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Glocken klangen. Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Freunde weinten um ihn. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Mann, was eine Nummer, ey. Freunde. Der Raum ist gleich um 5 Grad heller geworden, weil ihr so. Sehr, sehr gut. Aber bei dem Song wusste ich auch, bei dem Song wusste ich direkt, ich brauche nur die ersten 5 Zeilen lesen, dann buzzert jemand. Marty, Alter, mad respect. Also, wirklich, es ging ja hier aus der Pistole. Kurzer Input von den anderen beiden Teilen. Ich glaube, hättest du noch 3 Minuten weitergelesen, wären wir immer noch nicht auf Name oder gekommen. Nein, bist du auch stolz drauf, dass du es jetzt nicht erkennst? Ich mein, ehrlich schon. Ich, mein, so doch, also ich muss auch sagen, dass Juliane Werding, da kommt man nicht sofort drauf. Nee, also selbst, aber wenn man das einmal irgendwie verinnerlicht hat, wer das ist und diesen Song, dann ist es untrennbar. Kommen wir zum nächsten Song. Einfach Ruhe bitte. Erkannt, aber jetzt löffel ich wieder Hoffnung für dieses Spiel. Ja. Hoffnung löffelnd. Entschuldigung bitte auf den Plätzen. Könnten wir ein bisschen Ruhe in den Raum bringen? Das wäre fantastisch. Ja, vielen Dank. Professionell hier. Auch aus der Regie. Es kommt der nächste Song. Vielleicht habe ich dich nicht geliebt, so oft ich konnte. Und vielleicht habe ich dich nicht behandelt, so gut wie ich es haben sollte. Wenn ich dir das Zweitbeste gegeben habe, Mädchen, es tut mir leid, dass ich blind war. Du warst immer in meinen Gedanken. Du warst immer in meinen Gedanken. Ja, das, ich weiß den Künstler nicht. Jetzt wird's spannend. Drei. Welche Version? Zwei. Elvis Presley, You Were Always on My Mind. Oh. Weiß ich nicht. Es könnten auch, warte. Okay. Oder die Pet Shop Boys. Entscheide dich bitte. Sind die Lyrics nicht identisch? Dani! Wobei, er hat schon eine Antwort gegeben. Ja, aber willst du genau diese Antwort, so wie du sie exakt formuliert hast, einloggen? Ja. You are always on my mind? Du hilfst zu sehr, Scotty. Ja, will er. Entschuldigung. Ich bin der Favorit. Ja, komm, wir schauen mal, ob er recht hat. Ja, ich glaube, ich bin mir da so zu 99,5% sicher. Okay. Ich bin mir sicher, dass wir gerade 180k erreicht haben. Woo! Oh, ich mach die Wasser frei. You were always on my mind. Oh,
Das muss der Song sein. Heißt Always on my mind. Das hätte ich jetzt doch gebuzzert, ehrlich gesagt. Wow. Ja. Wirklich so. Das ist eine falsche Antwort gewesen, da bin ich knallhart. Aber was machen wir denn jetzt? Weil ich hätte das jetzt wirklich böse ausgenutzt und hätte gebuzzert und genau das gesagt. Ja, da kam die Auflösung etwas zu früh. Ja. Kein Problem, das ist live. Das ist live. Ja, ist kein Problem. Wir haben auf jeden Fall live gerade 180.000 geknackt. Wahnsinn! Gut, das war dann noch das Beinworkout für euch. Wir sind warm. I'm not ready for this. Also beim Songquiz. Oh, die Karaoke-Station ist ready. Das heißt, du kannst jedes Mal zum Performen jetzt hier rübergehen. Fresh. Das ist ja fantastisch. Okay, dann gehen wir. Okay, let's go. This okay. Beat is my recital. I think it's very vital. Der nächste Song. Rock around the clock. It's trit. Can we go? Okay, Entschuldigung. Ist einer meiner Lieblingssongs. Bam. Hört genau zu. Man muss dann nur ein... I am ready, because it's time for our pact over eternity. You are already there, very close. I can feel you. Let me be seduced. Let me be taken away. Tonight, for the last time, surrender to your power. Give me your hand, my life. Tell me the price. I give you yesterday, today and tomorrow. Then the circle closes, no turning back. The white light comes closer, little by little. I want to surrender. Do I have to die to live? Oh mein Gott! Er wird sterben. Scheiße! Es ist Falco mit Into the Dark. Nein, warte, er heißt nicht Into the Dark, er heißt Falco mit, warte. Es war eine Aussage. Halt dein Maul. Drei. Eine Aussage. Zwei. Nein. Eins. Fuck! Minus 50 Punkte, ihr anderen könnt euch die Punkte schnappen. Ja, das war Marty. Ja. Gib dem Bärsel. Ja, mach. Falco mit Out of the Dark. Ja, genau. Das gucken wir uns doch mal an. Es tut mir so leid. Ja, mir auch. Out of the dark! Wunderbare Performance auf Jan Werfel. Oh, dieser Typ, der macht mich fertig. Also Falco und Scotty. I give up and close my eyes. Da gibt's einen sehr, sehr guten schöner Track. Gibt's einen sehr, sehr guten. Jetzt sind wir sogar mit Pip unterwegs. Man sieht uns beide gleichzeitig. Ist ja fantastisch. Freunde, das waren 100 Punkte für Marte. Richtige Antwort. Ganz fantastisch hat er das gemacht. Olli, kannst du mal die Schultern so ein bisschen massieren? Wem? Na, Scotty. Ja, kann ich, warte. Nee, von deiner anderen Position. Hä? Sag mir, wohin? Ist hier richtig? Hier schon. Okay, Scotty, so. Warte, du musst das genießen, ne? Du musst das genießen. Jetzt check ich's ab. Warte, kann ich auch ein bisschen Kopfkraulen machen? Ist das schön? So, warte mal, ich mach ein bisschen doller. Ist das gut so? Oh, jetzt musst du von der Seite reinlaufen ins Bild. Ich habe eine kleine ich sehe nicht, Bitte. Was ihr seht. Ich habe eine kleine Bitte an die Regie. Wenn die Texte verlesen werden, könntet ihr dann bitte nicht flüstern. Okay. Kriegen wir. Das ist jetzt so ärgerlich. Vorne, das waren 100 Punkte für Martin, der damit mit 150 Punkten in Führung geht. Die anderen beiden Kandidaten noch bei null. Wird Zeit, dass ihr wach werdet. Wir kommen zum nächsten Song. Scotty. Der Chat ist der Meinung, dass hier Punkte fehlen. Nein, wir hatten nicht schon wieder raufgerechnet. Alles keine klar. Sorge. Nächster Song. Ach so. Ein bisschen energischer werde ich den jetzt zum Lied passend auch vortragen. Bitte. Also Rammstein. Ich bitte darum. Aufstehen! Zurück auf die Straße! Hab meine Zeit genutzt, meine Chancen genutzt. Ging die Strecke. Jetzt bin ich wieder auf den Beinen. Warum bin ich denn so dumm? Jetzt kenne ich den Künstler schon wieder nicht. Ich gewinne, wenn ich nie drücke. Ja. Ich sag's, wie es ist. Nur ein Mann! Er hat seinen Lebenswille. Foto, Antwort? Ja, warte. Der Song ist nämlich von einer Band und der heißt. Warte, weißt du, ich sag den Song vorsichtig aber nicht. Drei. Nee, ist hier zwei, der hier auf jeden Fall. Eins. Wir müssen eh warten.
Alles klar. Komm nicht auf die Band, oder? Leider Gottes. Oh, ja. Warum war ich denn? Survivor mit Eye of the Tiger. Ah, natürlich. Weiß ich nicht. Gucken wir uns mal an. Hättest du jetzt fast aber das Gesicht verloren. Oh, Mann. Survivor wäre ich aber nie drauf. Oh, fuck, hier ist eine Leiste. Wir schauen mal die Auflösung. It's the Eye of the Tiger, the thrill of the fight. Entschuldigung, ich stehe immer die ganze Zeit hier vor ihm. Das ist ja hier nicht der wahre Star der Stunde. Wunderschön. Vielen Dank, Regie. Of the Tiger. Wunderbar. Auge von Tiger. Schön. Ich habe vergessen, dass da Überleber das gesungen hat. Das so. Überleber mit ja. Das Ei des Tigers. Ja, ja, ja. Frodo, das gibt leider minus 50 Punkte. Marty, richtige Antwort. Ich bin die Überleber. 250 Punkte geht hier in Führung. Hurra! Ja, zementiert deine Führung weiter aus. Daniel? Marty mit 200. Ja. Jetzt will ich aber was sehen. Den schnappst du dir heute. Wir kommen zum nächsten Song. Ich zementiere mich hier als der schnellste Buzzer im Westen. Schnellstes auf jeden Fall auch. Naja. Der darf ich um Ruhe bitten? Ja, bitte. Jawohl. Darfst du? Oh, ich stehe hier bei den Freuds und sag hier einfach Ruhe. Schnauze! Sehr schön. So. Ja. Sie sagen, oh mein Gott, ich sehe, wie du strahlst. Nimm deine Hand, meine Liebe, und lege sie beide in meine. Das ist maximal dumm, dass ihr das gemacht habt, aber einfach bloß, they say, oh my God, habe ich jetzt an entweder Will.i.am oder Black Eyed Peas mit Oh My God gedacht, aber das war völlig dumm, das zu buzzern, glaube ich. Ja, boah. Ja, ja. Wir sind da ganz direkt, Dani. Das ja, ist halt ja, der einzige Track. Vor 5 Minuten, ich musste auch einfach gar nicht buzzern. Ja, aber das hat so gejuckt, einfach mal zu buzzern. Ich werde mal weitermachen, ja. Ja? Bitte. So dumm. Du weißt, du hast mich tot aufgehalten, als ich vorbeiging. Und jetzt bitte ich dich noch einmal, dich tanzen zu sehen. Oh, ich sehe dich. Sehe dich jedes Mal. Oh, und oh mein ich, ich mag deinen Stil. Du bringst mich dazu, dass ich weinen will. Hast du es, Dani? Ja. Und jetzt bitte ich dich noch einmal, dich tanzen zu sehen. So sage ich. Der Chat weiß es. Ja. Bestimmt, wenn Dani den kennt, muss es ja ein moderner Song sein. Bestimmt auch so ein TikTok-Video. Ja. Also übrigens, 180k Freunde. Hatten wir doch schon. Hatten wir schon. Ja. In Ordnung, dann. Guten Morgen, Olli. Guten Morgen. Jetzt bringe ich wieder Melodie rein und ihr müsst schnell. Oh, ich wollte euch nicht daran erinnern, dass 180k der Song ist, aber ich weiß auf keinen Fall den Künstler. Ruhe, bitte. Sie sagen, oh mein Gott, ich sehe, wie du strahlst. Ja. Nimm deine Hand, meine Liebe, und lege sie beide in meine. Du weißt, du hast mich tot aufgehalten, als ich vorbeiging. Ich hab dich erkannt. Kennst du den Song? Es war klar, dass wenn ich das, hast du mich den Buzzer hauen sehen? Wow. Also ist ich kenne den Song, aber ich kenne den Künstler nicht. Oh Mann, ey. Dann schauen wir uns die Auflösung an. Oh, ja, ich stehe halt so gerne Punkt. Auf dem Schlauch, das ist so bequem da. Ja, so eine Scheiße höre ich nicht. Halt. Schön, guter Song. Vielen Dank, Regie. Also, Dankeschön, Dankeschön. Schönes Ding, schönes aber Ding. Hey, hast du mit O übersetzt? Leider. Das hat mich total irritiert. Ich mach's euch ja nicht ganz so einfach. Ja, ist, aber auch richtig. Und ich gebe nicht zu, dass ich mich verlesen habe. Was? Ist ja auch richtig so. Ja. Freunde, keine Punkte für irgendjemanden. Leider hier Border, nicht auf den Interpreten gekommen. Aber wir kommen zum nächsten Song. Scotty, the stage is yours. Von mir, oder was? Okay. Okay. Ein Augenblick der Stille. Aber bitte. Wir sind so jung. Unser Leben hat gerade erst begonnen. Aber wir überlegen schon Flucht aus dieser Welt. Und wir haben so lange gewartet, damit dieser Moment kommt. War so begierig, zusammen zu sein. Zusammen. Der Chat ist so gut, ne? Im Tod. Unfassbar. Wir sind so jung. Ja. Ah, Mann. Unser Leben gerade erst begonnen. Aber wir überlegen schon. Ich weiß. Flucht aus dieser Welt. Okay, es ist Join Me von Him.
Wir schauen uns an. Oh, Scheiße! Moment, nein! Weil ich den Titel wir schauen uns das nicht an, das ist falsch. Wir schauen uns das noch nicht an. Es ist leider falsch, weil der Song... Der Titel ist anders. Oh! Ihr müsst exakt sein. Ihr seid doch alle, belesene Musiker. Achtung, Wasserfreigabe. Wasserfreigabe. Also Hinweis, ich kenne... Also ich... Pentagramm mit dem Herz, aber mehr nicht. Ich kann es mir, glaube ich, gerade mal erlauben. Join Me in Death von Him? Oder ist das auch falsch? Müssen wir uns mal angucken. Also müssen wir uns angucken, ist es richtig. Mach ich nicht. Wow, wow. Would you die tonight for love? Join me in death. Weiß es. Jan, ich habe auch Nervenenden. Dankeschön, Regie. Und fantastisch. Alter. Und ich hätte auch ganz gerne nochmal an der Stelle ein dickes F. Ich bin so geärgert, als du gerade gedrückt hast. Für Frodo, ne? Auch für Frodo, bitte ein dickes F in den Chat. Ich finde das fantastisch. Ich würde mir, wenn ich in eine Karaoke-Bar käme und da würde niemand performen außer dir, ich würde den ganzen Abend bleiben. Nur um das mal ganz kurz gesagt zu haben. Ich finde das schön. Dankeschön. Das kannst du mittwochs sehr gerne machen. Ja. Oh, wo denn auf twitch.tv/Scotty? Von Jan, ja. Habe ich eine Idee. Aber manchmal. Ja? Da mal. Zu meiner Verteidigung, es ist aber auch wirklich 16 Jahre her, dass ich diesen Song mal auf einer Bühne gespielt habe. Okay. Es ist 16 Jahre her, dass der auf Spotify gespielt wurde. Ja, und auf deiner Setlist stand dann einfach nur Join Me. Alright, Freunde. Nächster Song ist ein leichter. Wir kommen zum noch ganz kurz. Aber bitte. Ich mach wieder einen Sträter. Hm? Wenn es denn sein muss. Hilft das uns? Nee. Martin lenkt ab, also hilft es uns. Ja, gut, fair. Das ist übrigens euer Heiko. Ja. Oh, eines Morgens im Juni. Vor etwa, gut, circa 20 Jahren. Ich wurde als Sohn eines reichen Mannes geboren. Ich hatte alles, was man mit Geld kaufen konnte. Aber Freiheit hatte ich keine. Ich muss so lachen, sorry. Ich muss so lachen, so gut. Ich hab eine Idee, was es ist, aber ich... ich habe auch so eine Idee. Jetzt kommt wieder die Melodie mit rein. Glaube ich, der Holzweg. Eines Morgens im Juni. Vor etwa 20 Jahren. Ich wurde als Sohn eines reichen Mannes geboren. Das ist Herbert Grönemeyer, den kenne ich. Ich hatte alles, was man mit Geld kaufen konnte. Aber Freiheit hatte ich keine. Es ist David to the Hasselhoff mit I've been looking for freedom. Der Mauerbrecher. Ich frage mich, ob Frodo hier alle Mauern einreißt. Wirklich nur Freedom. Ich frage mich, ob er alle Mauern einreißt. Wollen wir reinschauen? Ob wir alle vorne gucken? Ach, komm, I've been looking for freedom, doch. Du heißt jetzt schon. Möchtest du mir den Titel nochmal sagen? Freedom? Nee, einfach nur. I've been looking for freedom. Looking for freedom. Komm, looking for. Ist David Hasselhoff. Ja, Frodo, nehmen wir so. Moment. Ihr dringt jetzt nicht die Regeln die ganze Zeit. Dani? Das hat er schon. Er hat sich so freigespielt jetzt. Er hat alles gesagt. Außerdem kommt nachher noch sein Sohn vorbei, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Evil Jared. Ja, das stimmt. Der heißt Evil Jared Hasselhoff, das weißt du, ne? Ja, ja. Crazy. Das ist der Sohn? Es muss natürlich Verwandtschaft sein, nee, das ist selbe Nachname. Komm, wir schauen mal die Auflösung. Gucken wir uns nachher an. Ich hab mir nichts mehr gewünscht als das jetzt. Ich mir auch nicht. I've been looking for freedom. Nicht schlecht, oh, I've been looking for love. Und jetzt alle, Freunde, dank dieses Songs sind wir nicht mehr getrennt. Stimmt. Ja. I've been looking for freedom. Ja, ich wette, der lief bei meiner Folge. Das ist auch im Westen, nein. Und das Equipment. kurze Einwurfstory nebenbei. Ja. Die Bloodhound Gang ist ja eigentlich fast nur in Deutschland berühmt, ne? Ja. Ist das wirklich? Ja, die Idee dahinter, ich habe mit Jared auch mal gequatscht, die Idee dahinter war wohl, wenn ich mich recht entsinne, war ein bisschen Bier im Spiel, dass sie meinten, ja, lass doch, wir finden Deutschland alle geil, lass doch mal nach Deutschland gehen. Und dann kommt Bier im Spiel. Und einer meinte so, aber wie werden wir denn in Deutschland berühmt? Was lieben denn die Deutschen? Ja, Hasselhoff. Und dann einer so, ja, dann tun wir einfach so, als ob einer von uns der Sohn vom Hasselhoff wäre. Das ist Tohuwabohu in den Medien, bam, berühmt. Hat's geklappt. Fuck. Bisschen Kotze war auch im Spiel, aber... Naja, Pisse aber auch. Wir können ihn nachher auch nochmal fragen, aber ich glaube, das ist der Grund, warum er... Fantastisch. Oder er würde sagen, er heißt wirklich Hasselhoff im Nachhinein. Marketing-Genie in meinen Augen. Das waren im Übrigen 100 Punkte für Frodo. Richtige Antwort. Wir kommen zum nächsten Song. Zum nächsten Song, jawohl. Das steht vorne nicht dran. Ich habe nicht wirklich 0 Punkte jetzt, oder? Du hast jetzt... Doch, du bist jetzt... Das ist ja unpraktisch. Even. Moment mal, das steht vorne dran, wie viele Punkte wir haben? Ja. Ist das geil. Ja. Warte mal. Ah, da muss ich auch mal ganz kurz... Moment mal, Dani. Ah, nicht schlecht. Ja. Evil Jared... Es freut mich diebisch, dass da Minus. Ja, ist schon okay. Danke. In Ordnung. Konzentration, Freunde. Es tut mir auch ein bisschen leid. Konzentration. Hauptsache vor Dani. Ihr werdet es wissen. Ich warte noch, was Frodo ausgetrunken hat, sonst...
Buzzern kann er auch mit vollem Buzzern. Ja. Naja, wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Mit Zähne brechen so. Pass auf, pass auf. Pass auf. Ihr kennt ihn alle. Ja, das sagt er jedes Mal. Ich kenne keinen. Ist ja nicht right now is correct. Right now is good. Ah. Herbert Grönemeyer, Mensch! Kann ja mal die Wahrheit sein, der Marty. Ja, ob das richtig ist? Ja, weiß momentan ich nicht. Ist ja, richtig. Keine Ahnung. Momentan ist gut. Und es ist okay. Da ist er wieder. Alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit. Unbeschwert und frei. Und der Mensch ist Mensch. Weil er vergisst, weil er verdreckt. Walla, schön. Schön, Martin macht seinen Spitznamen die Maschine hier alle Ehre und räumt nochmal 100 Punkte ab. Wahnsinn, Martin, Wahnsinn. Wir haben aber noch andere Kategorien. Ja, da es ist nichts verloren. Es ist nichts verloren. Nee, ich gerade noch kurz einwerfen, es ist nicht so extrem überraschend, das Ergebnis. Aber hey! Das ist ein bisschen wie das Rick am Schmeißen gewonnen. Hey, ich hätte wirklich cool. Nicht gedacht, das dass ihr so. Nein, echt. Das ist dass wir so schlecht sind, wolltest du sagen? Du Grüner! So, Kontenance, jetzt kommt zum nächsten Song. Ich 500 Punkte. Wer nicht zuhört, hat es verpasst. Okay. So ist es. Marty, geh mal kurz raus. Okay, tschüss. Meine Liebe, steht auf dem Spiel. Hand auf den Tisch, bitte. Meine Liebe steht auf dem Spiel. My love stands on the game. Meine Liebe steht auf dem Spiel. My love stands on the game. Meine Liebe steht auf dem Spiel. So fängt dieses wunderschöne Gedicht an. Mega Lyrics. Es heißt, meine Liebe steht auf dem Spiel. Ein bisschen spät für all die Dinge, die du nicht gesagt hast. Ich bin nicht traurig für dich. Aber ich bin traurig für all die Zeit, die ich verschwenden musste. Denn ich habe die Wahrheit gelernt. Dein Herz ist an einem Ort, an dem ich nicht mehr sein möchte. Ich wusste, dass ein Tag kommen würde. Ich würde dich freilassen, denn ich bin krank und müde, immer krank und müde zu sein. Oh nein. Anastasia, sick and tired. Na, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Den Song kennt jeder. Ich finde den Typen viel geiler. Lale, lale, male, male, lale, male, male, male. Ist das derselbe so Song? Ja. Achso, okay. Das kommt immer zwischen. Ich habe tatsächlich über Strophe Patrice eigentlich. Und Marty, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich diesen Song in die andere Kategorie reinmache und dann auch einfach nur. Und da dachte ich mir so, das weiß keiner. Doch, ich hätte sofort. Ich hätte auch das. Das gut. Wäre dir in der Hand explodiert. Ganz großes Kino, also wirklich tolle Performance hier an der Stelle von Scotty. Ja. Marty, die Maschine räumt weiter ab. Ich wollte ganz 550 sagen, Punkte. In der zweiten Kategorie verzehnfachen wir den Punktewert, damit das noch. Vielleicht machen wir das, Dani. Cool. Weiß ich nicht. Das könntest du entscheiden, wenn du in der Schule aufgepasst hättest und hier stehen würdest. Oh! Oh! Komm, sorry. Dani und ich haben uns ganz doll lieb. Ja, das stimmt. Ich mach nur vor der Kamera. Ja. Oh, weia. Und natürlich, lieber Chat, ihr könnt währenddessen natürlich auch den doppelten Betrag spenden ab der nächsten Kategorie. Oh ja. Das ist ein sehr guter Einwand. Oder? Ja, der Beste des ganzen Abends. Wenn ihr jetzt gerade spenden wollt, so 1 Euro, macht in der nächsten Kategorie einfach 2 draus. Kriegen wir das hin, für den guten Zweck. Ah. Letzter Song in dieser Performance, in dieser Kategorie. Ja. Ab und zu denke ich daran, als wir zusammen waren. Schön. Wie als du sagtest, dass du dich so glücklich fühlst, dass du sterben könntest. Habe mir gesagt, nein. Gautier, somebody that I used to know. Ja. Ich möchte das Featuring auch haben. Featuring Kimbra. Boah. Wow, was? Stark ist der. Ja. Ey, ich weiß es nicht, ob es richtig ist. Ja, müssen wir mal die Auflösung gucken. Müssen wir mal schauen. Du weißt es ganz genau. Nein, du weißt es ganz genau. But you didn't have to call me up. Warte mal, ich will mal hören, wie erstmal. Das ist so ein Wix-Song, der ist so hoch. Ja, stimmt. Vielen Dank. Toller Song. Absolut. Well played. Ach, das ist... Hallo, ich bin jetzt Marty Fischer. Sie kennen mich aus Videos wie... Marty Fischer. Wie mache ich eigentlich? Das für euch. Hallo, ich bin Frodo und ich war mal bei Dr. Freud.
Oha. Ich bin obsolet in dem Artikel. Ja. Freunde, wir schließen die erste Kategorie damit. Ja. War fantastisch, einen danke. Kurzen Zwischenstand. 0 Punkte bei Frodo. 650 unglaubliche Punkte bei der Maschine Marty Fischer. Und minus 50 Punkte bei Dani, der auch dabei ist. Wow. Zweiter. Ich hab Streuz im Leben. Ich bin eigentlich der Erste, weil Marty zählt ja nicht. Freunde, die nächste Kategorie wird soeben vorbereitet. Ich erkläre sie eben nochmal für alle, die nicht wissen, was sie jetzt erwartet. Wir spielen jetzt ein Spiel, das heißt, kennst du den? Ja, stellt euch folgende Situation vor. Ey, ich hab da diesen Song gehört. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Warte mal, kennst du den? Der geht so. Oh nein. Kennst du? So, das wird Scotty jetzt für euch machen. Eure Aufgabe ist es, wie immer, Titel und Interpreten zu nennen des Songs, den Scotty euch jetzt performt. Heiliger Scheiß. Solltet ihr richtig liegen, gibt es 200 Punkte. What? Solltet ihr falsch liegen, gibt es 100 Punkte minus. Mhm. Ach, da habe ich mir gerade selber ausgedacht, dass wir das so machen. Wirklich? Alter, revolutionär. Wirklich, Olli, wirklich? Nein, die Idee kam von Dani. Ganz so. Liebe. Könnt ihr mal bitte F für Dani in den Chat? Wirklich, die Idee ist mega. Geiler Typ ist das, dieser Moderator, Mensch. Fuck, dann chill ich jetzt einfach bis zur letzten Runde. Dani kriegt jetzt von mir einfach für Geilheit, kriegt er einfach einen Pluspunkt. So. Oh, 49 minus nur noch. Ja! Geil. Sehr gut. Oh. Wenn das in der Insider am Ende ist. Ne? Ich glaube. Wir fliegen die Apps durch. Geil. Nice, schön. Okay, dann Freunde, Konzentration. Oh, ja, bitte. Es geht los. Der erste Song startet jetzt. Ich hoffe wirklich, dass ich es euch nicht so leicht mache. Okay, Attacke. Ja, ja, das ist. Nicht zu viel teasen. Einfach rein da. Also nicht. Das ist gut für uns, wenn er beide Kopfhörer auf hat, weil dann merkt er nicht, wie laut er ist. Mhm. Also wunderbar. Laut. Wenn du jetzt schon gebuzzert hättest, wäre ich gegangen. Wir warten aufs Intro. Ich wäre einfach straight up aus der Tür raus. Au! Ja, hatte ich auch gerade. Kuba! Mhm. Kuba? Da! Danke, Dani, aber ich wäre auch Michael Jackson mit Smooth Criminal. Smooth Criminal, ja. Da schauen wir doch mal. Schauen wir mal rein, ob das richtig ist. Wer ist jetzt Alien Endfarm mit Smooth Criminal? Danke. Okay. Was hätte ich eigentlich machen müssen? Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich war mir so zu 80% sicher, dass es Wanna Be Startin' Something. Andy, Quatsch, der andere ist. Dankeschön, Regie. Vielen Dank. Das war völlig richtig, Frodo. Nicht schlecht, Frodi. Das war nicht nur Michael Jackson mit Smooth Criminal, sondern tatsächlich auch meiner Meinung nach eines der besten Musikvideos, das je produziert wurde, wenn ihr mich fragt. Das, was wir gerade gesehen haben. Meinung, ja. Das hier jetzt. Also ja, das, was wir gerade eben gesehen haben. Das, was wir da gerade eben gesehen haben. Production Value skyrocketed. King of Pop, also okay. twitch.tv/King of Pop. Ja. War es zu schwer, war es zu leicht? Ich muss mir noch ein bisschen einfinden. Ich fand's gut. Es war ein guter Verwirrer, weil es hätte auch dieses feel good. Nein. Jeder andere Michael Jackson-Song. Ja, jeder andere erstmal. Nee, ich war bei dem aus Off the Wall hier, der erste direkt. Wie heißt denn der? Pink Floyd, meinst du? Nein. Nee. Off the Wall von Michael Jackson, von dem Album. Der erste, der nicht Wanna Be Startin' Something ist, sondern... Ja, ich weiß auch... Der andere eben! Ja. Egal, okay. Mach weiter. Wir kommen aber auch direkt zum nächsten Song. Und ich habe die vielen Punkte, weißt du? Der andere von Michael Jackson. Ist das der, wo der am Anfang so erotisch redet mit einem? Ja, genau. Du meinst den, wo der so Geräusche macht? Hätte ich auch nehmen können. Wie heißt denn der nochmal? Verdammt. Das ist Benny Hill-Theme. Das müssen wir jetzt noch haben, bevor es weitergeht. Schwarmintelligenz. Freunde, haut mal bitte ein paar Spenden hier für Scotty, also die Spenden sind schon für die Charity-Vereine, aber wenn ihr Scotty so geil findet, dann haut mir jetzt Spenden rein, weil das hier so geil ist. Dankeschön. Scotty könnt ihr dann ab morgen wieder supporten, wenn er selber streamt auf seinem Kanal. So ist es, Freunde. Man hat die Füße hoch, du stehst auf der Leitung. Haut aber heute erstmal wirklich hier Geld rein. Der nächste Song. Unfassbar einfach. Okay. Ihr kennt ihn, aber das sage ich ja jetzt. Tolli. Na dann hau mal raus. Das ist, oder rein. Ich bin von Alien and Farm. Ich muss es jetzt richtig schön scheiße machen. Okay. Alles wie immer. Bum, buke. Bum, ba-dum, bum, da-dum, bum, da-dum, bum, da-dum, dum, ba-dum, bum, da-dum, ba-da-ba-ba-dum. Ich hab eine Theorie. Afrika von Toto. Fuck. Könnte das richtig sein? Wir schauen in die Auflösung. Achso. Oh, die Leitung wieder. Mal nix. Ja, Bobby Kimmel. Ja.
Bobby Kimble ist auch so eine Maschine, weißt du? Dankeschön, Regie. Was wäre der ganz Kameramann fantastisch geworden, dann hieße er Bobby Gimble übrigens. Das sind 200 unfassbare Punkte für Marty, der seinen Vorsprung jetzt imitiert. Also ganz kurz. Nee, ne? Ich hab gezögert, weil ich war mir auch bei dem. Bodo hat gezögert. Ich bin schon sehr sicher. Ja, das ist eigentlich schon so ikonisch. Ich bin noch ein bisschen erschrocken davon, dass du bast hast. Das war so ein Schock. Ja, aber davon abgesehen, du redest hier von einem Dreiergespann, wo einer davon. Marty Fischer ist? Der crazyste Typ ist, wenn es um Musik geht. Ja, ja, ja. Niemanden, der krasser drauf ist. Das ist hart. Das ist tatsächlich. Halt, Marty Fischer ist auch dabei. Also du kannst ihm drei Noten sagen und er weiß, welcher Song und in welchem Verse und welche Lyrics da gespielt werden. Und er kennt das Geburtsdatum vom Interpreten. Das ist halt. Alright, Freunde, wir kommen zum nächsten Song. Und das Sternzeichen und die Aszendenten. Wir kommen zum nächsten Song. Die Aszendenten. Aufgepasst, ihr könnt noch rankommen. Ja, 200 Punkte für den richtigen Antwort. Es geht los. Es geht los, Freunde. Du auch? Also ich meine, bei dir ist es egal. Piep, 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 piep. Aber wie heißt die Band? Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh shit, jetzt entscheidet sich's. Weil ich auf der Kippe stehe, Leute, ne? Deswegen. Ja, nein, okay. Es ist von The Rasmus und der Song heißt. Ich dachte noch Shadow? Und In the Shadow? Erste Antwort zählt. Ja, fuck you. Eine geht nicht auf eine Antwort. So, minus, die andere haben die Chance. 100 minus tatsächlich. Ah, 100 minus. 100 Achtung, minus. Bitte aufhören zu drücken, sonst. Okay, Hände zur Seite. Das, Hände das Gebäude. Auf die Pulte. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Ja! Wow! In the Shadows. Ja. Oh, von? Von The Rasmus war richtig, ja. Von dem kennt man doch. Wollen wir mal schauen. Weil wir vorhin auch die gleiche Situation hatten, wo die Wörter nicht alle in dem. Aber egal, ich glaube, du hast einen Punkt. Ein. Großbuck. Erstmal 100. I've been watching! I've been watching! In the shadows! Bis auf ein einmaliges Leben habe. Ist ja auch im Original so sich stark. Nein, das ist na hier klar. Metal. Ja. Ja. Ich hab das ganz authentisch. Es war total fancy, oder? Ich finde die Version viel besser. So am Egal, 149. Die Vögel, die am Burden waren. Die Vögel am. Ich weiß noch, wie damals, als so Musikfernsehen Ding war, der Song rauskam. Wie heißt der denn jetzt? In the Shadows. Wie der Song im Fernsehen lief und alle so, wow, der hat Federn in den Haaren. Ja. Krasser Typ. So, ja. Das war das Ding, oder? Als Nelly einfach das Pflaster auf der Wange hatte. Da reichte das noch aus, um berühmt zu werden. Aber das Ding ist, der hatte genau das richtige Timing, wo diese Emo-Szene in Deutschland so riesig wurde. Ja, ja, ja. Und der hat genau da reingepunkt. Ja. Er hat halt Federn in den Haaren gehabt. Er hatte natürlich auch Rabenfedern in den Haaren. Der nächste, auch. Nächster Song, Freunde. Song. Riesigen. Aufgepasst, nächster Song. Ja, alle Plus jetzt mittlerweile, stark. Geiler Song, einer meiner Lieblingssongs. Ist wie immer ganz einfach und so. Ihr wisst ja wahrscheinlich. Natürlich. Ich rede ihn gleich. Ja, geh mal rüber, Dani. Jetzt am besten. Während er singt. Weg vom Buzzer. Handy? Was steht denn? Nicht aufs Handy gucken, nicht aufs Handy gucken. Oh shit. Ja, da haben wir wieder Falco, diesmal mit Genie. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Sollen wir reingucken? Mal reingucken. Das Tempo war schon so. Du musst das ein bisschen aufmixen, wenn du schauen wir mal sagen. Du musst es auch mal eine falsche geben, damit das nicht jedes Mal einfach heißt ja. Genie! Quit living on me! Ja, echt mal Genie! 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 Ein unfassbar schöner Song, finde ich persönlich. Einer von Falcos besten. Ein nicht nur schöner, sondern immer wieder Gänsehaut. Sondern beim Grippe greifender Song und schüttelnd. Ja, schüttelnd. Vor allem viel schüttelnd. Bis du lachst. Spürend. Und dann, weil du lachst. Ja. Wie war der Titel genauso von dem Song? Genie. Er ist nur Genie. Ja. Ja. Oder war das Genie Part 3 schon? War das nicht Genie die dritte? Schau mal. Wie viele Genies willst du noch entführen? Hör mal auf jetzt! There are many. Ich hab zwei Hände, 10 Finger. Der nächste Song beginnt jetzt. Genie gibt immer 3 Wünsche. Oh, nächster Song, Freunde, aufgepasst! Also geben 3 Genies. 9 Wünsche. Da, da. Nee, das kam noch nicht. Da, da. Da, 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 da.
Ich weiß Bescheid. Da, 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 da. Kennst du doch! Da, 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 da. Also ich weiß, was ich... Summe. Ihr nicht? Schön. Ja. Mir fehlt harmonischer Kontext. La, 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 la. Ich glaube, da ist mal eine Strafe. La, 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 la. Der Song verändert sich auch nicht mehr. Der bleibt so. Also wenn ihr es nicht wisst... Ich war richtig mitgerissen dabei, ne? Weil ich den Song so liebe. Ist auch wirklich ein schöner Song. So gut, der Song. Der Chat sich auch noch nicht ganz einig, aber da ist auf jeden Fall ein Klingelton. Ich wollte gerade sagen, das klingt wie das, was ich morgens was machst, ist mein Handy klingelt. Nokia mit Samsung 35. Nein, okay. Beim nächsten Ihr könnt euch das natürlich rausklippen und als Handy-Vektoren auch benutzen. Erlaube ich. Ganz viele Leute, also ich würde die Frage schließen, weil keiner von euch drauf kommt. Ja. Ganz viele im Chat haben geschrieben, könnte das Bad Guy mit Billie Eilish Bad Guy sein? Ob das stimmt, Chat, schauen wir mal. Wir gucken mal, was das für ein Song war. Nee, vergiss es. Bad Guy ist dumb, da, da, dumb, dumb, dumb. Okay. Warte mal. Der Mann an der Kamera weiß Bescheid. You can't get what you want. But you can get me. So let's head out to sea. Cause you are my medicine. Dankeschön, Regie. To me. Was soll das jetzt sein? When you're close aber das kenne ich nicht. Ich sag immer so, seit Harambe gestorben ist, möchte ich mit dem Song nichts mehr zu tun. Und Melancholy Hill von Mega Song, Leute. Ich hab Gänsehaut, das ist der beste Gorillasong. Bitte! Was ich nie gehört habe. Das ist das 2008er Album, oder nicht? Das hat doch keiner mehr gehört. Keine Punkte. Daniel Engelhardt mit erfundenen Dialekten. Ich kann euch sagen, wo der herkommt. Wir haben ja mal die Bundesländer zusammengelegt in einem unserer Livestreams. Das ist der Akzent aus Mecklenburg-Burg. Mecklenburg-Burg? Hi, Jörg. Das ist Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt machen wir es aber ganz kurz auch völlig anders. Ich sag, den nächsten Song wird Olli für euch machen. Oh, was? Oh, okay. Das kommt tatsächlich überraschend. Jetzt eine Überraschung. Ich habe gar keine Songs vorbereitet. Legit. Also jetzt kein Scheiß. Okay. Ich habe diesen Song, um den es jetzt geht, in meinem Leben einmal gehört. I trust you on this one. Er kennt ihn nicht Und mal. Da ich hier einfach gerade Narrenfreiheit habe, sage ich jetzt einfach, Olli macht das jetzt. Den nächsten Song. Ach, ja. Jan, bereite dich mal für den nächsten vor. So, Achtung, es könnte jede Sekunde losgehen. Jo, Olli. Olli, entschuldige bitte. Olli, hast du kurz eine Minute? Niemals. Das müsste Queen mit Radio Gaga sein. Die Reaktion spricht Bibliotheken. Also, bitte! Hä? Du hast doch Radio Gaga nicht nur einmal in deinem Leben gehört, Olli. Vielleicht habe ich euch gefunden, vielleicht habe ich das nicht. Direkt mit diesem Vibe mitgegangen. Und ob er recht hat, weiß ich nicht. Schauen wir mal rein. Und das ist genau der Moment. All we hear is Radio Gaga. Radio Guru. Radio Gaga. Schöner Song. Ach, da habe ich mich gefreut. Geil. Ich habe tatsächlich, Danke, Olli, sehr gut gemacht. Um das ganz kurz klarzustellen, ich wollte euch nicht nur foppen, sondern auch Hops nehmen. Ich kläre das nachher auf. Ich habe diesen Song natürlich öfters in meinem Leben gehört. Aber es ist Glatteis, Hörung. Marty. Vor Hundepiepeln, ja. Marty hier im vierstelligen Bereich mittlerweile. Ich weiß nicht mal, Olli, war das eventuell ein Hochzeitssong? Ich weiß nicht mal, ob unsere Tablets das mittlerweile noch mitmachen. Marty, du musst langsam aufhören. Jemand muss diesen Mann bremsen. nein, ich werde euch in die Sechsstelligkeit treiben. Der Mann ist nicht zu bremsen. Es ist Martin Machine Fischer. Sehr schön. Dann gehen wir in den nächsten Song. Ja. Mal gucken, wie ich das mache. Warum habe ich das gerade gemacht? Ja, was war süß? Nein, es war eklig. Warum eklig? Psst. Das ist ganz eindeutig Safri-Duo mit Played Alive.
Gib den scheiß Buzzer frei. Sofort. Gib diesen verdammten Buzzer frei. Wir geben den Buzzer frei, das war leider falsch. System of a Down mit Chop Suey, du Amateur. Oh, weißt du. Scheiße, weißt du, was nicht? Nein, ich hab gedacht, dieses wäre diese. Hab ich Martin aufs Glatteis geführt? Auch bei Safri Duo wird getrommelt und auch bei Safri Duo gibt es dieses. Martin hat doch. Gemacht und das ist Chop Suey. Der Tom, ja, der, ah, da habe ich aber schon gebuzzert gehabt. Ja, das war Problem. Mir so todessicher. Was denn eigentlich mit den Engeln? Hat Frodo, verdienen die irgendwas? Hat Frodo recht oder nicht? Wir schauen uns die Auflösung an, Freunde. What do Engel to die halt eigentlich. Ja, scheiße, aber ich bin zum Ellbogen ins Klo gegriffen, würde ich sagen. Trust yeah. In my schön. I und das ja. Mir, weißt du, da muss ich jetzt dazu sagen, der Frodo hat den Punkt auf jeden Fall deserved. Und ich habe total verschissen, obwohl der Song derjenige Freunde. War, der mir System of a Down damals in meinen späten Teenie-Jahren eröffnet hat. Ich weiß heute auch noch, wie mich zum Fan gemacht hat. Pro-Tipp. Wirklich fantastische Band. Absolut. Das hatte ich auch, da habe ich auch eine kleine Story dazu. Ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich nur Slipknot gehört habe, nichts anderes. Das merkt man die gar nicht an. Oder? Yes. Und trotzdem ist aus dir ein normaler Mensch geworden. Nur Slipknot gehört und dann hatte ich mal so eine längere Busfahrt und da saß jemand neben mir, kannte ich nicht, neu kennengelernt, ich bin ja kontaktfreudig und die hatte dann Biop gehört. Oh, Biop, dieser guter Song. Ich gehört und dachte, das ist ja geil. Ja, hier, Mesmerize, Hypnotize, leicht dir aus für die Zugfahrt, für die Busfahrt. Fantastisch. Geil. Hab ich richtig geliebt. Sofort. Das Ding kannst du im Kreis hören, ne? Ja, wenn schockverliebt. Welches hängt mit Biop an? Mesmerize. Wenn dann auf Hypnotize der letzte Song quasi Soldier Side, genau, Soldier also Side. Aus, was ja das Intro von vor Biop kommt, der Soldier ganz Side. Ganz genau, richtig. Ne? Richtig. Das kannst du als das erste Mal kam und ich gecheckt habe, dass das Album im Kreis ist, ich hab komplett alle meine Hosen gleichzeitig bedreckt. Nice. Das war furchtbar. Ausgeliehen noch in der Frage. Also im Kreis war einmal so. In der Zeit von MP3-Player? Ah, ich habe einen Fehler gemacht, Martin. Ja. Es waren ja nur 100. Also Disc. Ich habe dich betrogen. Discman sogar. Das war noch ein Discman. Okay. Du bist noch vierstellig. Gutes Doppelalbum einfach. Natürlich richtig, Chat. Ihr habt völlig recht, ihr habt gut aufgepasst. Übrigens, wer mal die japanischen System of a Down auschecken möchte, kleiner Tipp von mir. Maximum the Hormone, fantastisch. Oh, Mensch. Das ist auch nicht mehr gehört. Die japanischen Hormone. Ja, ganz, ganz toll. System of a Japan. Aber noch krasser, also die sind einfach fantastisch. Die sind krass. In Japan. Japan of a Down. Vorne, System of a Roche. Wir kommen zum nächsten Song. Ja. Foto. Ach nee. Ja, das bin ich. Foto, willst du den vielleicht machen? Für 100 Punkte, klar, sofort. Darf ich dann buzzern? Ich weiß, wer ist der Song. Oh, wait. Olli, wer macht das jetzt nochmal? Ah, kommt jetzt der Song von Tell You What Now oder wie? So, Freunde, wir kommen jetzt zu einem Song, den ich in meinem Leben nur einmal gehört habe. Ach komm, natürlich. Läuft der schon? Nee, noch nicht. Der Teppich geht ab übrigens. Jetzt sehr chillig, muss ich sagen. Living on a Prayer von Bon Jovi. Weiß nicht, was das gerade ist. Hast du immer noch was doppelt? Ja, ich hab was doppelt. Dann musst du einmal draufdrücken. Ich weiß genau, was ihr vorhabt. Hört auf damit. Das Living on a Prayer von Bon Jovi. Kiss von Chris Brown. Ah, jetzt, ja. Nee, immer noch. Halt die Fresse von Martin. Also es läuft gerade der Song und Herr der Ringe gleichzeitig. Der Song und Herr der Ringe? Ja, verstehe ich auch. Also einfach so das durch den Max. Nice, danke schön. Okay, wir starten den nochmal von vorne, oder? Ja, starten nochmal von vorne. Wir starten den nochmal schön von vorne. Der jetzt kommt. Ja. Gesungen von den Bee Gees. Boom. Ich hab Batman nicht gesagt. Nein. Schon jetzt nicht richtig. Weißt du die Band? Ja. Echt? Ja. Ich nicht. Nee, dann ich wollen wir dann zusammen die Punkte teilen. Okay. Kennst du den Titel nicht? Nee, nicht wirklich. Ich hab extra, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich hab extra ein paar Lyrics so ganz leicht, fast schon schlaganfallmäßig reingebracht. Nee. Habt ihr nicht gehört? Hat keiner gehört. Okay, ich dachte, das ist ein guter Tipp. Das ist der Titel?
Oh Mann, Olli, jetzt nicht. Weiß das. Nein, das ist nicht, ich sag nicht, dass das der Titel ist. Ich hab gesagt, ich hab Lyrics reingebracht, habe ich gesagt. Nicht den Titel. Können wir teilen? Ja, aber Wasser wieder freigeben. Fuck, Mann. Du kannst ja bei dem bei der Band, ja. Ich bin mir sehr sicher bei dem Titel. Oder warte mal, scheiße. Mann, du hast jetzt einen Samen in mir gesät. Der keimt und, und oben drauf steht auf so einem großen Brett, was sich gerade ausbildet. Scheiße, vielleicht doch falsch. Im Chat steht's zumindest richtig. Darf ich mal gucken? Ja, nee. Nein. Ich habe den Titel vor ihm sogar, hab ich unserem einen Host schon ins Gesicht gesagt. Er meinte, ach, du kennst den Song. Meinst du, der ist auch ein Selbsterklärer, wenn man drüber nachdenkt, wie der Host hier heißt. Ich bin noch raus. Ach, du bist raus? Okay. Ich geh jetzt auch gleich. Ist irgendwas mit Olli. Hä? Aber das hab ich gedacht. Bist du dir sicher beim Interpreten? Weil ich würde wirklich 100 Punkte jeder machen, wenn das okay ist. Fuck, Mann. Jetzt weiß ich es. Jetzt bin ich mir überhaupt buzzern nicht sicher. Buzzern oder nicht buzzern? Jetzt entscheidet euch. Ich möchte mal fragen, ob beide. Soll ich noch mal rein? Ansonsten kriegen wir beide 50 abgezogen. Wir teilen uns einfach die Pro. Nee, ich glaube, also die haben genug gehört. Sie überlegen nur noch, ob wir es machen. Ja. Ob ihr es macht. Ja, okay. Weil ich kenne den Titel, bin ich mir sicher. Alles klar, alles klar. Dann lass uns einfach die Punkte versacken und wir gucken jetzt, was es war. Wer ist der Interpret ist? Ich dachte Blink-182. Wie gesagt, keine Ahnung. Es ist Scotty Doesn't Know, gesungen von Matt Damon in diesem Film, wo Scotty nicht weiß, dass Matt Damon mit seiner Freundin am Sheesh. So, und ich war bei Bohemian Rhapsody. Aber ich weiß nicht, wie doch, das aber da geht's doch nicht so früh so ab in dem Song. Ja, das weiß ich ja nicht. So, Matt Damon ist gut, wenn man ihn erkennt und wenn man ihn auch benennt. Ja. Die Band dahinter, Sum 41, oder? Ist Lustra. Die wer soll das denn gibt's wissen? Nicht wirklich, das ist, glaube ich, die Band für den Film. Okay, aber die haben vielleicht eine EP gemacht, oder? Der Chat weiß da besser. Spielen die Sänger aus dieser fiktiven Band vielleicht in einer echten Band und die heißt Blink-182 oder Sum 41. Hast du es gecheckt? Hast du es gedoublecheckt? Bist du dir sicher? Brauche ich nicht. Mensch, ich kenne mich zu. Das ist doch... Aber ist es denn Lustra, okay, von mir aus. Aber das hat doch diesen Blink-182-Vibe, oder? Ja, weil es genau so eine Mucke ist. Das ist die frühe 2000er-Zeit. Da Highschool-Rock, da Highschool-Punk-Roll. Matt Damon singt, während Scotty im Publikum sitzt, darüber, dass Scotty nicht weiß, dass er mit seiner Freundin am ganz genau. Und ich meine, in meinem Kopf klingt es so, Scotty doesn't know, Scotty doesn't know. Wir können ja mal reinschauen, liebe Rudi. Ja, ist ja genau dieselbe. Wir schauen mal rein. Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, she doesn't know. Dankeschön, liebe Regie. Scotty doesn't know. Schön. Ich hatte tatsächlich gedacht, weil am Anfang ist ein relativ schwieriger Song, deswegen habe ich schon immer so leicht so eine. Ich habe versucht, das so ein bisschen reinzubringen, dass man es leicht erkennen könnte. Aber das ist der Titel, ja? Das ist Matt Damon dann in 50 Jahren, wenn er durch ist. Genau. Ja. Scotty Doesn't Know ist der Song. Aber Scotty weiß eine ganze Menge. Ich möchte mich ganz kurz... Ich muss immer wieder singen, ganz komisch. Warum? Seltsam. Seltsam. Man fragt sich, Leute, Rätselzoologen, fruchtlos über der Frage, warum er da immer singen muss. Ich liebe den. Schwimmen wir einfach nach England. Welchen Knopf muss ich dafür drücken? Also, Scotty, das... So, Dani, ich habe deine Punkte auch nochmal aktualisiert. Wo sind sie? Phaser auf Verwirrung. Wir kommen zum nächsten Song. Für diesen Block oder allgemein? Wir haben jetzt noch 35 Minuten. Das heißt, die Kategorie machen wir zu Ende. Dann machen wir vielleicht noch ein bisschen Action und dann... Hey. Ja, siehst du? Der nächste Song. Schlecht. Der nächste Song, Freunde. Ja. Okay. Ah ja. Ach der. Der Song über den Zug, der einfällt. Das sind die The Pixies, Where Does My Mind Go? Oh, ich wüsste auch nicht, wie der heißt. Wenn du mich so süß anguckst, will ich es eigentlich durchgelassen. Das ist aber eine falsche Antwort. Darf ich korrigieren? Nein, darf ich nicht. Es ist eine falsche Antwort. Wir gehen die Buzzer frei. Buzzer sind frei. The Pixies, Where's My Mind? Kommt mir bekannt vor, ich weiß aber nicht genau. Shit. Muss ich aber sagen, war ähnlich. Ah, nein, ah, ich... Ah, fuck, warum sind diese Titel auch so ähnlich? das muss dann Beardy Man denken, der hat nämlich, Wahnsinnssong. Oh ja. Wahnsinnssong, besonders zum Ende von Fight Club.
Gänsehaut-Moment. Absolut. An alle 18- bis 28-Jährigen. Dankeschön, Regie. Mir geht's genau wie euch. Fantastisch. Wie Madi schon sagt, ja, dieser Moment in Fight Club, wenn er aus diesem Riesenfenster herausschaut, die Gebäude explodieren, der Song. Erstmal hat mich das so krass abgeholt, weil ich nicht mit dem Twist gerechnet habe, den wir natürlich verraten werden. Genau. Ja. So das krass. Ist für mich einer der krassesten Mic Drops in der Filmgeschichte gewesen. Tatsächlich. Der Film läuft noch, aber der Regisseur schon so. Alles klar, ich bin weg. Ja. Lass laufen. So lass gut. Während der Dreharbeiten schon. Ja. Ist warm hier? Rennt noch. Ui, ui. Ah, also der ja Titel war jetzt Where Stimmung. Is My Mind. Übrigens, Freunde, 184.000, vielen Dank. 184. Wir sind auch super geile Leute, die gespendet haben. 4.000 Euro Rhapsody in Pink. Ich habe gerade gesehen, 21 cm True Damage. Der Straßenpenner, 5.000 Euro. Ihr seid alle fantastisch. Vielen Dank für den massiven Support. 4.377 Euro gespendet. Dankeschön. Großartig, Leute, danke. Wenn wir vielleicht während dieses Programmpunkts die 190.000 noch knacken, Road to 200, oh, wäre ich happy. Da würde ich, egal was der Chat will, egal mit welcher Geschwindigkeit, alles. Ja. Oh, krass. Alles, egal was. Oh, das ist schon dahinter. Ist mir völlig egal. Sorry, ich singe dir dann auch die Harmonien, egal wie hoch. Oh, geil. Okay, Freunde, sehr gut. Ja. Letzter Song in dieser Kategorie. Der Song ist eine Aufforderung. Zum Tanz. Den ihr nicht gehört habt. Seid ihr bereit? Ja. Aber bitte. Oh, dann. Ich drehte Kabel. Bitte. Da, na 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 bau 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 Roxette, listen to your heart. Da, 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 da. Listen to your heart. Ja. Ja. Ob das stimmt? Wir werden mal nachschauen, ob das stimmt. Ja, ich fühle den. Der passt zu dir. Das ist das Easter Egg. Ikonisch. Ja, erkennt man sofort, oder? Ja. Vielen Dank, Regie. Dankeschön, ja. Dankeschön, Regie. Das ist einfach das Easter Egg. Ja, ja, das ist tatsächlich der Song. Ja. I mean like lyrics. Ja. Nein, das ist natürlich richtig gewesen. Absolut, ja. Richtige Antwort. Damit haben wir einen Zwischenstand von 600 Punkten bei Frodo, 1150 Punkten bei Marty the Machine. Absolut. Und 51 krass. Punkten bei Dani, der auch dabei ist. Du hast ja nicht mal doppelt so viele Punkte wie ich, das ist ja langweilig. Kannst du überhaupt irgendwas? Moment, wie hat es Frodo auf 600 gemacht? Ja, Frodo hat noch gut rangezogen. Frodo hat abgeräumt jetzt gerade eben. Ja. Das muss an mir vorbeigelaufen sein. Oh, 185k. Was machen wir da? Stark! Fast, noch nicht ganz. Ich sollte nicht so direkt in den Hab ich mich wieder baiten lassen, glaube ich. Ganz kurz davor. Freunde, wir kommen jetzt zu unserer Halbzeitshow. Halbzeitshow. Nein, also, wir sind mit unserem Programmpunkt, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde auf dem Tacho. Halbzeitshow deswegen, weil wir bei Loot für die Welt jetzt ungefähr so, wir sind ein bisschen über die Halbzeit, aber wir hatten noch keine Halbzeitshow, deswegen machen wir jetzt eine Halbzeitshow. Das ist die Halbtime-Show. Und wir haben fantastische Performer. Ja, wir haben keine Mühen gescheut, kein Geld gescheut, hier die größten Stars der Stars einfliegen zu lassen, die jetzt für euch performen werden. Aber mit einem kleinen Twist, sage ich mal. Ja. Das ist schon was Besonderes. Unsere dabei. Kandidaten werden jetzt gleich für euch singen, Freunde. Ich habe kein Geld gezahlt, Karaoke sagen, oder? Für Sie jetzt hier live vor Ort, Marty Fischer mit einer ganz besonderen Version von Africa. Nämlich 25% langsamer als der Originalsong. Let's go! Hallo Freunde, schön, dass ihr alle dabei seid. Hier die Kuhglocke. Ich sing das auch jetzt so. Da, da. How is everyone on there in front of the screens? Oh, we have a fog machine here. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in twist any flight. The moonlit wings reflect the stars that guide to our salvation. Wer jetzt? I stopped an old man along the way.
Hoping to... das ist zu schnell für mich. Das ist ja auch Englisch, ne? Okay. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting down for you. Martin, brauchst du Hilfe? Bitte. It's gonna take a lot to get me away. Achso, um Gottes Willen, achso, Harmonien. There's nothing that a hundred men or more can ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Das macht mich aggressiv, dass es so langsam ist. Okay. Welche Stimme? Wild dogs cry out in the night, as they grow restless, longing for some solitary company. Und jetzt Max Giermann, wie er Stefan Raab macht. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. Verstehen Sie? I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that a hundred men or more could ever do. Mach mal den oben. I bless the rains down in Africa. In Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Und jetzt, meine Damen und Herren. Fantastisch. Vielen Dank, Martin Fischer. Applaus. Schön, danke für die Erlösung. Applaus bitte für diesen fantastischen Auftritt. Ich hatte jetzt noch eigentlich damit gerechnet, dass das langsamste Keyboard-Solo der Welt noch kommt. Nein, das wollten wir uns nicht antun. Oh Gott, ich werde durchgedreht. Da bin ich freiwillig gegangen. Ja, vielen Dank. Danke, danke Chat. Danke, wo seid ihr da? Dankeschön. Der Chat kann jetzt gerne mal ich euch alle ganz digitalen Applaus da lassen und uns sagen, wie ihr das fandet. Ja, haut mal so richtig in die Tasten und sagt, wie hat euch Marty Fischer gefallen? Marty akzeptiert übrigens nur Komplimente in Spendenform. Ja, direkt unter alles andere akzeptiere ich nicht. Nee, ich kann es gar nicht lesen. Marty ist Analphabet, außer es geht um Geld. Wow. Ist sehr kapitalistisch geworden, dieses Leider habe ich auch Dyskalkulie. Echt in die Tasten gehauen. Schön, dass Sie auch Ihre Katzen mal kurz ans Keyboard lassen. Ja. Ich bin aber Mensch, geil, Leute, dankeschön. Geil, Perfect 5 out of 7, würde ich sagen. Perfect 5 out of 7. So, okay. Was haben wir da als nächstes, Oliver? Ich glaube, Freunde, als nächstes, damit wir auch ein bisschen Abwechslung hier haben, Frodo! Um Himmels Willen. Wir müssen an dieser Stelle sagen, wir ist ja auch ein bisschen ein Grund zum Feiern, ne? Weil Britney Spears ist ja tatsächlich seit ein paar Tagen free! Free, fucking free Britney, ja? Free. Alle Auflagen durch. Die free. Ja? That girl free. Girl, this one's for you, girl! Oh, scheiße, girl Bruder, free. Du kannst dich doch nicht so anschleichen, es tut mir leid. Das ist ein guter Song einfach. Martin, du darfst doch gerne mitharmonieren, wenn du willst. Oh, kann ich das? Muss ich das? Sehr hoch. Du musst gar nichts. Kannst alles. Ja. Geiler ist das für uns. Ich bin übrigens erst vor einer Stunde oder so aufgestanden, ne? Also. Ich werde dich nicht. Ey, ich war schon mal. Das kann gar nicht sein, du bist schon seit einer Stunde hier. Glaube ich. Frodo, immer diese Ausreden. Was? Du kannst gerne schon ein bisschen mitsummen, wenn du möchtest. Geile MIDI-Version auch. Aha. 50% schneller. Ja. Ich glaube, ja. Sind das 50%? Nee, ich glaube nicht. Warte, mach Pause. Wir müssen Baby, neu starten. Can't you see? I'm calling. Oh. Das Tempo ist wir nicht das zu lang. Oh, das wir starten das neu. Entschuldigung, kleiner technischer Fehler von 50% uns. Schneller. 50, das sind 45. Du weißt, wie schnell das jetzt ist. Ja, ja, ja. Nochmal von vorne? Ja, von vorne. Vollgas. Musik ein bisschen lauter? Ja, nee, das ist okay. Ja. Wir machen das nicht. Ich singe einfach weiter weg. Musik deutlich lauter? Nee.
Ich weiß ja überhaupt nicht, ob da... Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. Ist ja weniger Britney, mehr Billy Eilish. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Das ist ein Gag, nicht gehört. Ich hab eilig gesagt, nicht eilisch. Too high. Can't come down. Turns my head spinning out and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping on the taste of your poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? It's getting late to give up. I took a sip from the devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. To the end, it's all around. Oh mein Gott. Can you feel me now? You're this Mr. Krabs. With a taste of your lips, I'm on a... You're toxic, I'm sipping on the taste of your poison. On a ride, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Bang, 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 bang. And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Bang, 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 bang. Warum hat der Mann eigentlich keine Background-Tänzer? Wir brauchen Background-Tänzer. Oh, wirklich? Background-Tänzer. Background-Tänzer. Lass laufen. Ja. Ja, sag einmal, spielst du? Lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under the taste of your poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you... The taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping on the taste of your poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Bang, 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 bang. Better than that, I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now, with your loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Freunde, großen Applaus hier. Kannst gerne pausieren. Großen Applaus an der Stelle. Für Frodo. Damit sind wir auch durch. Freunde. Frodi. Wir haben jetzt noch ganz kurz, nach dieser Halbzeitshow, kleinen Moment, ich würde euch nochmal für ganz, ganz, ganz kurzen Moment an die Quizpulte bitten. Ja. Freunde, wir machen jetzt Folgendes. Jede richtige Antwort gibt 500 Punkte. What the fuck? 500 Punkte. So, nochmal dabei sein, nochmal dabei sein. Das macht was. Ich glaube, das verlangt ihr. Freunde, passt bitte auf. Ja. Drückt ihr und gebt eine falsche Antwort, gibt es keine Minuspunkte, aber ihr seid raus. Minus 1000. Nein, ich sage einfach aus. Okay, ja, gut. Für diese Frage. Ich stelle jetzt eine Frage. Ich stelle eine Frage und wir geben euch immer mehr Hinweise. Ja, bis dann vielleicht die richtige Antwort kommt. Scotty gibt euch die Hinweise. Ja, bis, ich stelle bis die drei Frage. Hinweise erreicht sind. Genau. Ach so, also, das ist ja Freunde, schön. Erste Frage, aufgepasst. Wo und zu welchem Anlass spielte die Band ABBA erstmals ihren Disco-Klassiker Dancing Queen live vor Publikum? Irgendwas mit Queen Elizabeth II, oder? Yes. Okay, Dani, nicht mal Hinweis abwarten, okay? Nee, man kann ja nichts verlieren jetzt in dem Moment. Ja, aber du kannst dann antworten. Raus, raus, raus. Dann raus für die Frage. Ja, aber für die Frage, Frage. Bloß. Okay. Für die Frage. Ja, okay, Dani, dann hau mal raus. Raus wär, das ist sehr wetten kurz das, 1900 irgendwas. Okay, wetten das, nehmen wir mal. Ja. Stimmt das? Nö. Ja. Nö, ist leider falsch, Dani. Dani, raus für die Frage. Wir machen die Frage wieder auf und geben den ersten Hinweis. Der erste Hinweis ist großes Sommerfest mit Sommerlatte. Ja. Was könnte das nur sein? Was ist Sommerlatte? Was könnte das nur sein? Ein Blutgefäßverkrankung, die nur was mit Temperatur zu tun hat. Oder ein Milchgetränk. Ich wollte gerade sagen, mit Koffein. Das gibt's ja auch noch. Ein Milchgetränk mit Koffein. Wir geben den zweiten Hinweis, würde ich sagen. Der zweite Hinweis lautet, aber ist eigens dafür aus Heidelberg angetanzt. Ha! Aus Heidelberg? Moment mal. Meinst du Studentenstadt Heidelberg hier bei uns? Aus Heidelberg oder nach Heidelberg? Dafür aus. Aus Heidelberg. Heidelberg. Da waren sie vorher. Vorhin, Herren. Da waren sie vorher. Krass, sie sind am für ein Konzert woanders hingefahren? Insane. Gibt es wow. Ja, so viel Commitment, ne? Gibt es in Schweden eine Stadt, die auch Heidelberg heißt? Wahrscheinlich. Was wir nicht verstehen hier gerade? Was haben die sonst in Deutschland Heidelberg gemacht? Ja, wieso? Dritter Hinweis. Sie waren noch jung. Und hatten sich gefreut. Sie waren noch jung und hatten sich gefreut. Oh, das ist bestimmt irgendwie so lösen? Wie eine Hochzeit oder habt sowas. Habt ihr eine Idee? Möchtet ihr lösen? Mit Sommerlatte. Wie spezifisch muss es sein? Ich muss mir das auch das mal durchlesen. Ja. Entscheide ich dann. Es war die Geburtstagsparty von irgendeinem Hans Wurst, der in der Nähe von Heidelberg gewohnt hat. Okay, kommt das in etwa hin? Es ist knapp.
Ist es knapp? Mhm. Ist es knapp? Hast du vielleicht eine bessere Antwort? Lies mal die Antwort vor. Warte, vielleicht, Marty, kann er vielleicht noch spezifischer werden und dann, wer näher dran ist. Es war der Geburtstag von Frank Faria. Nein, keine Ahnung. Okay. War es Frank Faria? Was? Wo heißt denn das? Nein, um Gottes Willen. Der Blick jetzt auch. Nein. Am 19. Juni 1976 führte Schwedenkönig Karl Gustav die gebürtige Silvia Sommerlatte aus Heidelberg zum Traualtar. Es ist nicht wirklich was mal Königin, Alter. Am Abend zuvor traten aber in Barockkostümen in der Königlichen Oper in Stockholm auf und sangen erstmals den Song Dancing Queen. Schön. Und sie hat sich danach verheiratet und hat dann... Hat also nie mehr aufgehört zu tanzen seitdem. Bis in ihren Tod. Wie lange hat die Ehe gehalten? Natürlich nicht. Hier steht, dass sie bis heute noch glücklich sind. Und, das steht dann nicht auf der Karte. Das ist einfach ein Märchen. Ich habe mir das ausgedacht. Ja. Okay, jetzt muss der Chat bitte ganz kurz entscheiden, ob Frodo die Punkte kriegt. War ihm das nah genug dran? Ja, oder Hälfte oder sowas. Oder die Hälfte. Chat einfach mal Ja oder Nein reinschreiben. Geburtstagsparty. Geburtstagsparty. Ich nehme das so ein bisschen arithmetisch. Vor allem, ich habe gesagt, von irgendeinem Hans Otto. Und das waren 90k. Oh mein Gott! Und der Chat gönnt dir die Punkte, Frodo. Wir geben sie dir. Ich finde, der König von Schweden, den kann man auch mal als Hans Wurst bezeichnen. Weißt du, wenn du einen guten Move hast, brauchst du auch nur den machen. Ich hab einen. Boah, das... Wenn Martin einen guten Move macht, musst du nur den machen. Weißt du noch, wo der her ist? Ja. Gut. Wie ein Unmutterficker. Dankeschön. Das sind in der Tat einfach 500 Punkte. Wir haben den Punkte-Turbo gezündet. Frodo, 1100. Du bist gerade angekommen. Nächste Frage. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Freunde. Nächste Frage. Wie viel? 50 Punkte nur noch Unterschied. Stell die Frage. Stell jetzt die Frage, schnell. Nein. Welche berühmte Rockhymne entstand rein zufällig beim Improvisieren während eines Soundchecks? Ah, jede. Ich glaub, das weiß ich sogar. Wir schauen mal. Ich hab eine Idee. Rockhymne. Ja. Ich überlege, ob ich es mache, weil es wäre cool, wenn ich jetzt wüsste, aber. Ja, es wäre auch cool, wenn ich das wüsste. Der Song, so zwei Ideen. Erster Hinweis, ist in mehr als 7 Staaten erfolgreich. Wow. 7. 7. Weißt du, wie wenig? Mehr du hast, als du hast vorher schon welche erfolgreiche Rocksong gesagt. Weißt du, mehr als 7, dann sag doch gleich 9 oder 8 oder so. Ihr seid so lost. Glaub mir. Zweiter Hinweis. Der Song wurde der Salvation Army versprochen. Was? Wenn man es weiß, ist das ja total herrlich. Ja. Der Chat ist richtig gut. Ich habe auch eine. Also okay, Dani. Seven Nation Army. Can't Bring Me Down. Okay, wir lösen das ganz mal auf. Echt krass. Jack White, Sänger und Gitarrist von The White Stripes, hatte den prägnanten Gitarrenriff von Seven Nation Army in Gedanken vertieft während des Soundchecks vor einem Konzert. Abgespielt und später verfeinert. Jetzt kannst du vergessen, dass du das nicht irgendwo gelesen hast. Jetzt ist aber die Sache, The White Stripes hat er nicht gesagt. Das stimmt, ich hab den... Er hat gesagt Seven Nation Army, dann Jack White und dann irgendwas mit Bring Me Down. Ich hab Bring Me Down gesagt. Woher auch immer Can't Bring Me Down. Das ist die Lyrics danach. Du hast Titel was. Wir lassen es gelten. Ja, wir lassen Seven das gelten. Leute, ich habe einmal meinen Punktestand gesagt. A Seven Nation Army can't hold me back übrigens. Oh, can't hold me back, ja. Nicht so viel diskutieren, wir haben noch 10 Minuten. Ja, los, schnell. Welcher Song wurde 1982 ein Welthit, obwohl er zuvor sturzbetrunken im Studio eingesungen wurde? Jeder. Auch Seven Nation Army. Da. Ist ja heute immer noch so. Ja, ist ja so. Oh mein Gott. Full Circle. Ich hab eine Idee, ich weiß aber nicht, ob die... 82. Das wäre so eine Martin-Frage, ja? Okay, ich. Dann du bist gefährlich nah am Wasser. Erster Hinweis, bitte. Ja, gerne doch. Wo Martin drauf kommt. Nüchtern betrachtet ein echtes Wunderkind. Ich wünsche mir so sehr, dass es richtig ist. Ist es Amadeus von Falco? Oh, wow. Nein. Ach, fuck, ich bin so blöd, ey. Der kam du so bist überhaupt nicht blöd, Martin. Du bist nämlich die Maschine. Das ist nicht dein fucking... Ich singe Rock Me Amadeus nur unter größten Widerstand, Leute. Falco betrunken im Studio, der holländischen Brüder Bolland und Bolland. Genau das war die Story. Er hat erst vor kurzem diesen Film gesehen. Stark. Und die Kameras gehen mit. Der junge Mann, der bildet sich noch mit Bewegtmaterial. Sehr stark, Mardi. Hat hier wieder seinen Vorsprung deswegen ein bisschen ausgebaut. An dieser Stelle möchte ich gerne meine Freundin grüßen.
Ah, guck an. Kuss. Dann mach doch mal jetzt. Jetzt mal hier für die richtigen Kenner. Hab ich doch jetzt. Ja, für, hab ich doch damit. Was für die Konnoisseure jetzt. Liebe Grüße. Oh, wir passen. Auch von mir. Ja. Oh, wir passen. Warum wurde Beatles-Gitarrist George Harrison im November 1960 aus Deutschland ausgewiesen und zurück auf die Insel geschickt? Hä, hey, bitte, ich hab die Anfang der Frage. Können wir die Frage bitte nochmal wiederholen? Ja, ihr müsst mir zuhören. Warum wurde Beatles-Gitarrist George Harrison im November 1960 aus Deutschland ausgewiesen und zurück auf die Insel geschickt? Corona ist nicht. Wie heißt der Club da in Hamburg, wo die gespielt haben? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich selber schon keine zusätzlichen Hinweise. Der ist 191k. Der ist neben dieser grünen Trift. Freunde, ey, wenn wir in den nächsten 9 Minuten die 200k machen, dann twerk ich das nächste Ding durch. Ich bring dir sogar Twerken bei dafür, dass du twerken kannst. Ja, gerne, gerne. Ah. Kannst du bitte für die ganze Klasse vorlesen? Jugendlicher Lebenswandel ist der erste Hinweis. Immer ein bisschen kryptisch. Sagte, der hat gesoffen, Alter. Okay, dann nicht. Nee. Ich habe nicht richtig gedrückt, das passt schon. Ich habe jetzt gerade überlegt, nächsten. Excuse me. Warum wurde, du willst nicht. Also, ist ein intelligentes Paar. Warum wurde der aus Deutschland ausgewiesen? Aus Deutschland ausgewiesen. Wann hatten die denn ihren ersten Gig? Oh Mann. Zurück auf die Insel geschickt. Zweiter Hinweis, die Nacht war jung. Den ersten Gig ja in Berlin. Warum? Genau wie George. Okay. Nee, also jetzt. Okay. Ja, ja, komm. So, jetzt aber. Prostitution. Er hat sich prostituiert? Also nein, er war in einem Club, der offensichtlich ab 18 oder X war, okay, in Deutschland, okay, okay, und wurde dort rausgeworfen und wegen der Straftat automatisch direkt aus dem Land verwiesen. Okay. Absolut perfekt, richtige Antwort. Schlechter Hänger. Das mit der Prostitution war wahrscheinlich falsch. Hättest du jetzt gesagt und nur Prostitution stehen lassen, hätte ich auch vielleicht überlegt, ob ich es durchgehen lasse. Oh geil, hat er sich doch prostituiert? Nein, hat er nicht. Okay. Sommerherbst 1960, die Beatles lassen es in Hamburg mal so richtig krachen. Dumm nur, dass George Harrison noch keine 18 Jahre alt war. Crazy, hat damit eine Straftat begangen und wurde ausgewiesen. Weil die nämlich ihren ersten Gig da in dieser Straße bei der Großen Freiheit, heißt die, glaube ich, gespielt haben, in einem wunderbar kleinen Club, der ganz, ganz beschissene Aircondition hat. Das sind so ja, mit und weil Alter das Corona-technisch nicht weil gegen die da gespielt haben in Hamburg. Da haben die ihren ersten Gig gespielt. In diesem kleinen Club, deswegen waren die in Hamburg. Okay. Wie heißt denn dieser so, Club? Ich sag mal so, Marty, wenn du vielleicht noch die ein oder andere Star-Club-Doku gesehen hast, also dann könntest du die nächste Antwort vielleicht schon wissen. Ich möchte ganz kurz eine Frage. Ich google das mal nebenbei. Für irgendwas 100 Punkte, das ich jetzt direkt machen kann, weil dann kann ich mit einer Frage, weil ich diesen einen Extra-Punkt habe, auf den ersten Platz kommen. Schade. Okay. Also, wenn du genug Musikdokus gesehen hast, könntest du das wissen, denn ich habe das selber in der Doku. Ich lehne mich nicht zu weit raus. Weil Debbie Harry eines Abends mitten in Manhattan kein Taxi bekam, hätte es um ein Haar ihre 1974 gegründete Punk-Rock-Band Blondie nie gegeben. Wie ist das zu erklären? Dani. Durch die Bekanntschaft zwischen ihr und dem Taxifahrer. Scotty wird das auflösen. Ich hab das nicht verstanden. Also der Taxifahrer war dann später auch Nee, ich sag nicht mehr, weil dann könnte es falsch sein. Das ist schon richtig, was ich gerade sage. Also, okay, ja. Also Taxifahrer bin ich auch ganz bei dir. Ich lese jetzt mal kurz. Ja, lies gerne die Antwort vor. Die Antwort vor: Debbie Harry wurde um ein Haar ein Opfer des berüchtigten Serienmörders Ted Bundy. Ja. Oh wow. Sie saß bereits in dessen Wagen, und konnte sich aber im letzten Moment selbst befreien. Sheesh. Oh, Wahnsinn. Damn. Wahnsinn. Krass. Und es wäre nicht mehr eingefallen, aber ja. Ja, genau. Es wäre nicht nur sehr tragisch gewesen, einfach weil sowas schlimm ist, sondern tatsächlich, weil Blondie echt eine fantastische Band ist. Für die ganze Geschichte. Sie hat Karaoke sehr gut getan. Der Hamburg-Club, wo die Beatles Indra Club neben dem sparen. Freunde, wir haben noch 6 Minuten am Tacho. Ich würde sagen, wir kommen zur letzten Frage. Nein, wir machen noch ein paar. Ein bisschen schneller einfach mal. Welcher Musiker änderte 1995 seinen Namen, um nicht von einem Süßwarenhersteller verklagt zu werden? Habe ich auch schon mal gehört. Aber ich stehe ja nicht da. Wann? Wer war's? 1995. Müssen wir jetzt den neuen Namen von ihm sagen? Ja, klar, natürlich. Oder den alten Namen? Ich hab eine Idee. Ich sag's welcher mal. Künstler änderte seinen Namen, um nicht verklagt zu werden? Aber es zählt beides. Okay. Hat Eminem seinen Namen damals in Marshall Mathers geändert und vorsichtshalber Marshall und dann einfach später gesagt, Eminem geht doch klar? Korrekt. Yes! Das ist ja unfassbar. Wow, das ist ja unfassbar. Also, real Respekt dafür. Marshall Mathers, der Dritte, wählte 1984 den Künstlernamen M&M nach seinen Initialien. Ja. Und um nicht vom Hersteller verklagt zu werden, hat er dann in Eminem. 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 Ich hab das schon mal gehört. Almost richtig. Also wirklich gut. Richtig gut. Da ging ja nur um den Künstler. Das ja, absolut. Ich möchte euch nur sagen, ihr seid jetzt hier in der Speedrunde, in der Punkteturbo-Runde, super close aneinander. Die nächste Frage könnte entscheiden, wer hier rausgeht als Sieger. Durch welchen Song erhielt ein Deo-Spray Anfang der 90er Jahre ganz unerwartet einen Legendenstatus? Oh. Was? Ein Spray? Ein Deo-Spray. Du willst den Song, du willst nicht das Deo. Ich hab legit. Durch welchen Song? Wir sagen den Deo-Namen auf 3.
1, 2, 3. Fahr. Ihr seid Arschlöcher. Entschuldigung. In den 90ern? Ja, ne, in Amerika ist ja riesig. Old Spice, oder? Erster Hinweis. Der Duft einer rebellischen Jugend. Ich lese die Frage auch. Fuck. Weg. Nee, aber wie heißt der Duft? Nee, welcher Song? Es geht um den Song. Durch welchen Song? Es geht um den Song. Ja. Smells like Teen Spirit. Ja, absolut. Das ist völlig richtig. Scotty, lies das kurz vor. Die Firma Männen brachte 1981 ein Deodorant auf den Markt, der vor allem bei Teenager-Mädchen sehr beliebt war. Er hieß nämlich Teen Spirit. Und dadurch wurde dem Song Smells Like Teen Spirit auf dem Nevermind-Album der Grunge-Band. Hat sich weltberühmt. Ein Case in Marketinggeschichte mittlerweile. Richtig gut. Ja. Das habe ich auch. Alright, ich gebe den Buzzer frei. Jetzt kommen wir nochmal zu einer richtig geilen Frage. Finde ich persönlich sehr spannend. Alle richtig geil. Welcher erfolgreiche Popstar benannte sich nach einem von der Autokorrektur verdrehten Wort, welches in einer SMS zu lesen war? Also welcher erfolgreiche Popstar benannt? Entschuldigung, kurze Frage. Popstar, sagtest du? Popstar. Ist das Wort am Ende ein Wort, was es richtig gibt? Muss ja, wenn es die Autokorrektur war, muss sie ja ein richtiges Wort gemacht haben, sonst wäre es ja keine... Das kann alles sein. Das kann schon mal nicht was wie Gucci sein, weil das Wort gibt es nicht. Hier gibt es keine Reaktion. Erster Hinweis, oder? Erster Hinweis, der ist jetzt nicht auf der Karte. Der Song hat heute schon auch hier Einzug gehalten. Das stimmt. Ihr habt den Song heute schon gehört. Das stimmt. Also doch, Gucci. Das ist jetzt einfach mal... Ja, ist gut. Das ist ein improvisierter Tipp für euch. Das war ein starker. Dani. Nehmst du einfach mit, weil Frodo nicht gebuzzert hat. Aber Gotje? Nein. Das ist leider falsch. Du bist raus für diese Frage. Wollte einfach Ziege schreiben und dann so, oh schade. Aber nehmen wir. So, naja, gut. Wäre aber auch schön gewesen, ja. 192.000, Freunde. War eine gute Idee. Road to 190, ey. Aber es müsste ja, wenn die Autokorrektur... 3 Minuten bis 200.000, wer will? Deswegen die. Oder, also wir haben es richtig verstanden. Er hat irgendwas geschrieben, die Autokorrektur hat daraus ein Wort gemacht, was es gibt. Nicht der Popstar, von dem hier die Frage ist, der bekannte Popstar, kam heute vor, sondern die Message der Autokorrektur. Das ist ein Liedtitel, der heute schon stattfand. Gibt aber gleich den zweiten Hinweis von englischer Queen zu amerikanischer Dame. Das ist ein guter Tipp. Nochmal, von was? Queen's Gambit. Nein, was? Von englischer Queen zu amerikanischer Dame. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis tatsächlich. Ich finde ihn zu kryptisch. Ich kann dir, ja, findest du, weil... Marty rattert es ganz, ich kann gleich bis hier hören. Von englisch, weißt du? Queen deswegen. Für amerikanischer Dame. Deswegen ist der sehr gut. Ne? Mal, es geht um den Künstler oder um den Song? Um den Künstler, den Namen des Künstlers. Genau. Diana. Im Chat. Welchen Künstler suchen wir? Und der Name des Künstlers kam als Song heute schon vor. Ah, wow, ja. Nein. Oh mein Gott. Die Autokorrekturte... Korrigierte? Also das, was am Ende genommen hat, dachte ich. Ah, danke schön. Ja. Die autokorrigierte SMS, das ist ein Songtitel, der heute schon stattfand. Genau. Hinweis. Hört einen Song im Radio, ne, denkt sich, geil, was ist das? Ich tipp mal was hier, bumm, ah, autokorrekt, was falsch gemacht, geil, ja, nehm ich. So war das, wen suchen wir? Dritter Hinweis, wenn die Königin im Radio singt, dann klingt das ganz und gar nicht, Gaga. Boah, jetzt müsst ihr das mal. Hä? Wow. Enttäuschend, oder? Das kann doch nicht sein. Seit wann gibt es denn eine Autokorrektur, bitteschön? Ich denke auch gerade, das kann nicht sein. Was? Schon immer. T9 damals bei SMS hieß das. Also T9 kam raus, da habe ich Herr der Ringe 3 im Kino gesehen, da war T9 gerade ein Jahr alt. Das ist Quatsch, ich habe schon T9 auf meinem Siemens C25 gehabt, Alter. Ja. Du hast ja auch. For real? Ja, ist wirklich schon sehr. Da gab es schon Autokorrektur. Na klar. T9? Also. Ich will das nicht antworten, aber mach, go. Ja. Go for it. Dann kriegst du im Notfall die Punkte. 7 oder? Marty, das ist deine Chance, jetzt Sieger zu sein. Der Name des Popstars. Deine Chance. Setze die Freddie Mercury. Nein, was? Keine Ahnung, Mann. War das, du meinst, was war diese Reaktion? Das ist gut, ich hab's nicht verstanden. Woher ist nein. Freddie Mercury ist nicht leider. Ja, natürlich nicht. Mercury. Lady Foto? Gaga? Lady Gaga, stimmt das? Scotty, klär uns auf. Musikproduzent. Rob Fusari schrieb der Sängerin Stefanie Geramotta 2005 eine SMS. Darin tippte er den Songtitel Radio Gaga von Queen ein. Die Autokorrektur machte aber aus Radio Lady. Ein Wortverdreher, der dem Superstar so gut gefiel, dass sie sich folglich Lady Gaga nannte. Ich dachte, das Gaga war dann. Ich erschieß mich gleich.
Und damit hat Frodo hier nicht in schlecht. Der Punkte-Turbo-Runde richtig den Turbo gezündet. I am Speed. Und holt sich hier sehr, sehr gut. Einem unglaublichen Abstand den Sieg. Marty, trotzdem hier für mich auch Sieger der Herzen so ein bisschen, weil er vorne so abgeräumt hat. Ja, also als Orgel und Gegen hat Marty gewonnen. Wenn es mit Gerhard, der auch dabei ist. Dani auch nochmal auf 1551 Punkte. Ja, stark. Also gerade hier in der Punkte-Turbo-Runde drei Dinger geholt. Ja. Stark. Richtig stark. Ja. Applaus bitte hat er mit Musik für alle Teilnehmenden, für unsere Kandidaten am Pult, für Frodo-Apparat, für Marty Fischer und für den einzigartigen Dani. Einen großen, noch viel großartigen Applaus bitte für unseren einzigartigen Scotty am Pult. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, tatsächlich. Danke, dass ich dabei sein durfte.